Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Ich bin die Kathi von der Einfrau-Fitnessfirma Dondofit und ich sage wunderschön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich euch heute zum ersten offiziellen Tondo-Talk begrüßen darf. Beim Tondo-Talk, da möchte ich tolle und interessante Personen interviewen, natürlich rund um die Themen trainieren, essen, glücklich sein. Das heißt, ich möchte es einfach ein bisschen ausfratscheln, wie sie sich denn persönlich fit halten, was sie zum Thema Ernährung zum Sagen haben und natürlich auch, was ein ganz persönliches Glücksrezept ist. Und da freue ich mich jetzt auch schon, dass ich euch gleich meinen allerersten Tondo Talk Gast vorstellen darf, nämlich die Lisa Rendl. Das ist das Gesicht hinter Yoga mit Lisa und wer sie genau ist und was sie genau macht, das erzählt sie euch jetzt am besten. Hallo Lisa! Hi Kathi! Vielen Dank für die Einladung. Freut mich echt sehr, dass ich der erste Tondo Talk Gast sein darf und dass ich einfach ein bisschen was von mir erzählen darf. Und ja, gleich zu mir, wie schon angekündigt, Yoga mit Lisa. Das Gesicht zu Yoga mit Lisa war dann ich. Ich bin aus Solfen und mehr oder weniger, sag mal, die rasende Yogalehrerin, weil ich im ganzen Pinzgau unterwegs bin und Yoga unterricht. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Das heißt, erzähl uns doch gleich einmal, was bedeutet denn Yoga für dich und wie hat das dein Leben denn verändert? Also Yoga heißt ja wörtlich übersetzt verbinden und vereinen. Und Yoga ist einfach für mich, ich spüre mich besser, ich kann mich einfach mit mir besser selber verbinden. Und es ist einfach eine uralte Technik und für mich selber ein wunderbares Werkzeug, wo man einfach sagt, die Atmung, die gezielten Bewegungen und die unglaublich wichtige geführte Entspannung, das ganze Paket bringt dann einfach, wie gesagt, mehr zu sich. Und für mich ist das einfach eine unverzichtbare Methode, darf ich sagen. Und du hast mich gefragt, was sich verändert hat dabei. Also die Veränderung definitiv bei mir jetzt gleich. Erstens bin ich mal sehr zu mir selber gekommen, weil ich aber sehr intensive Zeit gehabt, ich dachte fast sagen, eine Lebenskrise, wo es mal so war, dass ich mich gar nicht gespürt habe. Ich sage, weder außen noch innen, weder körperlich noch nichts. Und das Yoga war das Erste, wo ich überhaupt wieder mal angefangen habe, dass ich mich überhaupt spüre. Und das ist einfach für mich ein sehr guter Zugang gewesen und ist auch heute noch. Und dass ich das jetzt natürlich auch weitergeben darf, die Technik, freut mich sehr. Und insgesamt hat es mir auch viel ruhiger gemacht, insgesamt entspannter und ich bin auch definitiv konzentrierter. Okay, klingt wunderschön. Und wenn du jetzt einen Song oder wenn du dich selbst entscheiden müsstest für eine ganz spezielle Yoga-Übung oder eine spezielle Yoga-Weisheit, die du jetzt einem Menschen weitergeben könntest, der gerade mit Yoga anfängt, was war das denn? Also ich persönlich bin ja ein wahnsinniger Fan vom Kopfstand. Der Kopfstand ist einfach, es macht was mit dir. Es ist am Anfang immer so, wow, der Kopfstand, das ist so ein bisschen, Und es ist einfach so, jeder hat den Kopfstand in uns und mit Hilfe kann man das am Anfang, und es hat wirklich nur jeder Einzelne bei mir im Unterricht gelernt. Und wie gesagt, wenn man sich einfach einmal umdreht, dann sieht man einfach die Wörter ein bisschen anders und irgendwas passiert da. Und darum freue ich mich wahnsinnig einfach, wenn jeder den Kopfstand irgendwie, natürlich, wenn man machen kann, gibt es total andere super Alternativen, aber ist das ja einfach für mich sicher eine von den schönsten Übungen. Okay, das heißt, Yoga macht dich definitiv, wie man es hört und wie man es sieht, glücklich. Was macht dich denn sonst noch glücklich? Also sehr glücklich macht mich, nur einmal zurückkommen zu meiner kurzen Lebenskrise, wie schon vorher erwähnt, dass ich mich jetzt einfach im Moment so spüren darf, dass mir so gut geht, dass ich durch Yoga und eben durch einen Yoga-Lehrer meine absolute Berufung gefunden habe und dass ich mich einfach frei entscheiden kann, dass ich eben, wie gesagt, selbstständig bin, dass ich alles entscheiden kann, was ich tue und eben, dass ich auch entscheiden kann, dass ich mit dir da sitze und das einfach mache und das erzeugt ganz ein sehr tief dankbares Gefühl in mir. Das kann ich absolut verstehen. Und da komme ich nachher aber gleich auch, wenn du von Entscheidungen redest, zu meiner nächsten Frage. Und zwar, stell dir mal oder spür dir mal in folgende Situation ein. Deine Oma ruft dich an und sagt, Lisa, morgen warst du eingeladen zum Mittagessen. Für was darf sie denn da entscheiden? Was darf ich denn in dem Moment total glücklich machen? Was für Essen? Also da gibt es ein Essen und da geht überhaupt nichts drüber. Und das sind Germkopfen mit Sauerkraut.
Und es ist schon seit Kindheitstagen, ist es immer schon fest gewesen, wenn bei meiner Oma die Kropfen auf dem Tisch gekommen sind. Und jetzt sagen sicher viele, die was mich kennen, wow, Lisa, gern Kropfen, ah, die totale Anti-Weizenfrau und totale Öko-Fee. Grundsätzlich, wie du auch weißt, bin ich mehr auf der pflanzlichen Richtung unterwegs, weil es für mich einfach sie besser angespielt und ich einfach mehr Energie habe beim Atmen zum Unterrichten und einfach die Tagesenergie besser ist. Aber was ich auch über die vielen Jahre gelernt habe, wenn die Freiheit dabei ist und wenn du so Energie hast und einfach das von deiner Oma kriegst, die Oma so viel Liebe reinhat und kann da einfach das Weizen nie im Leben was da. Und darum, wie gesagt, mein Rekord sind meistens 7 bis 8 Kropfen und ich freue mich wahnsinnig darüber. Da darfst du mich bitte sehr gerne mal mitnehmen zum Kropfenessen. Das ist nämlich auch, da nehme ich die gerne mit, weil es gibt eine Bedingung, nämlich unter 5 Personen gibt es nicht. Ah, okay, passt. Ja, ich bin gleich dabei. Ja, danke schön, Lisa, für deine tollen und sehr herzerfrischenden Antworten bei meinem ersten Tondo Talk Gespräch. Und zum Schluss jetzt von unserem heutigen Interview, ich weiß gar nicht, ob ich dir das gesagt habe, da möchte ich dir noch ein bisschen durchs Tondo Talk Blitzfragenkarussell schicken. Und zwar ist das so eine kleine Entweder-Oder-Geschichte. Okay. Bist du bereit für das? Okay. Absolut. Und zwar, antwortet einfach ganz schnell und ganz intuitiv. Wandern oder Tennis spielen? Wandern. Apfel oder Kirschen? Kirschen. Meer oder Bergsee? Ah, schwierig, aber Meer. Meer. Barfuß oder Birkenstock? Barfuß. Meditation oder Massage? Massage. Massage. Dankeschön. Dankeschön, liebe Lisa, für deine Zeit. Dankeschön für das interessante Gespräch und zu euch sage ich Dankeschön fürs heutige Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Ihr könnt ganz bestimmt was mitnehmen. Und ja, wenn ihr auch Ideen habt, dass noch so interessante und tolle Leute kennt, die was unbedingt da mal in Tondo Talk kehren, dann schreibt uns vielleicht mal drunter in die Kommentare. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.